Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch über etwas reden, was mich jetzt schon länger beschäftigt und was mir halt immer mal wieder so in mein Hirn auftaucht, dass ich irgendwie mal darüber sprechen möchte. Denn ich bin der Meinung, dass nicht alle Bodytypes in Sims immer so, ja, ich sag mal, dass alle ihren Platz finden. Denn ich bin der Meinung, man kann gar nicht so richtig dicke Sims erstellen. Und ja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, das noch irgendwie dazu animieren, bla bla. Und keine Ahnung. Und vor allem, ja, sieht das mit der Kleidung auch mal doof aus und keine Ahnung was. Aber ich bin der Meinung, nicht jeder kann sich so repräsentieren. Und wir sehen das ja auch an den Skintones, dass nicht jeder sich repräsentieren kann, wie er möchte. Und daran müssen wir auch arbeiten. Aber mir fällt jetzt als allererstes erstmal die Körperform ein. Denn mir ist aufgefallen, ich habe ein paar Sims zur Vorbereitung vorbereitet hier. Zur Vorbereitung vorbereitet. Ah ja. Auf jeden Fall, das ist ein Sim, wie man sie so dünn wie es geht erstellen kann. Das ist schon sehr krass, wenn man mal jetzt so drüber nachdenkt. Also, schlanker geht halt nicht. Also ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen, ich wusste nicht, dass es noch ein bisschen geht. Also ich dachte, das wäre vorher schon. Aber das ist ja schon fast unrealistisch, würde ich behaupten. Beziehungsweise vor allem krankhaft. Und das finde ich halt nun mal krass, denn das hier ist das Dickste, was man erreichen kann in diesem Spiel. Ich finde, natürlich, es ist definitiv fülliger und auf jeden Fall dick. Damit möchte ich keinen angreifen, es ist nun mal einfach so. Aber ich finde, es ist jetzt nicht krass dick. So, also ich würde behaupten, es gibt noch einige Menschen, die noch mehr haben als das. Das finde ich halt ein bisschen krass. Und generell, also ich meine, die meisten spielen nicht mit dicken Sims, okay? Das ist halt so, also maximal curvy, weil mehr geht nicht. Denn wie man auch zum Beispiel gesehen hat, ist die Community sehr, sehr toxisch manchmal. Die Sims-Community ist nämlich, na, nicht so offen, was Körpertypen angeht. Zumindest so gewisse Teile der Community. Also es gibt natürlich immer welche, die halt alles Mögliche ausprobieren und keine Ahnung. Aber die Nina hat ja letztens hier auch einen Post gemacht. Und da sieht man ja auch hier Toleranz und Malia wäre ja zu dick und so. Wenn ihr das Let's Play nicht sehen könnt, gucke ich mal, ob ich hier einen Screen irgendwie einblenden kann, wie Malia denn aussieht. Ich habe dann auch geschrieben, dass ich es eigentlich toll finde, dass sie mal ausnahmsweise nicht ganz so schlank ist wie die aus den meisten Sims-LPs auf YouTube. Denn die meisten Sims sehen nämlich so aus. Weil die meisten einen Base-Sim runterladen. Oder halt den Sim so erstellen. Und ich bin der Meinung, das ist viel zu dünn. Also das hier ist es schon in der Mitte, was ich ehrlich gesagt, also das ist für mich nicht die Mitte. Vielleicht bin ich auch ein bisschen komisch, ich weiß es nicht, aber also wenn ich den Sim jetzt so, vielleicht so, ist vielleicht für mich normal. Es gibt kein Normal, das ist mir klar, aber das wäre jetzt für mich so das Normding, in Anführungszeichen. Und ich finde es schade, dass, also ich denke, manche Leute würden das hier schon als zu dick empfinden, weil die meisten Base-Sims sehen nun mal so aus. Und das ist einfach nur heftig. Und ich meine, es ist im echten Leben ja leider auch so, dass viele sehr, sehr schnell Leuten sagen, sie wären zu dick. Das wurde mir auch schon gesagt. Das wurde mir gesagt, als ich übergewichtig war. Da kann ich es noch irgendwie verstehen, obwohl ich jetzt nie fett war oder so. Aber ihr müsst bedenken, ich bin jetzt echt ziemlich schlank. Ich habe halt nur ein bisschen fülligere Oberschenkel und das war's. Also und trotzdem sagen Leute, ich wäre ja überdick oder so, wo ich mir denke so, keine Ahnung, habt ihr Augen im Kopf? Also was habt ihr für eine falsche Wahrnehmung? Ich meine, wir haben die Melody auch abnehmen lassen, aber jetzt so wie sie jetzt ist, ist sie mir auch zu dünn. Also muss man ganz ehrlich sagen, aber es war ja auch ihre Storyline, dass sie ja sehr viel zugenommen hat durch die vielen Schwangerschaften. Und dass sie sich einfach nicht mehr wohlgefühlt hat und dann abnehmen wollte. Und sie hat ja unfassbar viel abgenommen und die kriegt das nicht mehr drauf. Und ich würde jetzt behaupten, die Melody, die würde das eigentlich wieder drauf haben,
ein bisschen mehr, weil sie selbst sieht, dass es ungesund ist, weil sie ist mittlerweile eine Erwachsene und ich denke, die wird mittlerweile checken, oh, da ist ein bisschen ein Problem zu sehen. Und ich möchte keinen angreifen, der irgendeinen Bodytype hat, wie ich jetzt hier beschrieben habe, wo ich es kritisiert habe. Ich kritisiere nicht den Bodytype an sich, sondern dass es halt einfach viel zu schnell als zu dick angesehen wird, obwohl man gar nicht wirklich dicke Sims erstellen kann. Man muss sagen, in Sims 3 und Sims 2 war es noch viel, viel schlimmer. Da war, wenn man einen Sim als dick eingestellt hat, waren die maximal so. Und das ist absolut nicht dick. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal nochmal einen Sprung gemacht. Aber es ist trotzdem nicht das, was man erwarten würde, unbedingt, wenn man wirklich von einem echt dicken Sim spricht. Und natürlich, es gibt Slider als Mod, erweitern kann, aber die funktionieren natürlich auch nicht immer so gut. Oder gehen noch viel, viel, viel zu krass ins Extreme, dass es schon wieder komplett unrealistisch ist. Und das ist natürlich auch nicht, was man möchte, weil ich meine, mir geht es jetzt in dem Fall darum, dass ich halt alle so realistisch wie möglich erstellen kann, wenn ich jemanden nacherstelle oder generell möchte ich halt einfach realistisch aussehende Sims in meinem Spiel haben. Und da zählen auch stärker übergewichtige Leute dazu. Und die sind einfach in diesem Spiel nicht wirklich vertreten. Wie ihr seht, sie kann nicht dicker werden. Und das hier ist das Maximum. Und ich finde, das ist noch, also, das ist wahrscheinlich schon langsam in dem Rahmen, wo es ungesund wäre im echten Leben. Aber es ist trotzdem nicht unbedingt so viel. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Punkt versteht, weil es ist schwer zu erklären. Aber ich finde es einfach, wie gesagt, schade, dass nicht jeder sich repräsentieren kann. Das ist ja definitiv generell zurzeit ein großes Thema, auch auf Twitter in der Community. Denn alle wünschen sich gerade, dass mehr Hauttöne kommen. Denn, wenn wir uns hier mal gucken, ich habe natürlich hier viel CC drauf und so, aber wir haben fast gar keine Hauttöne und manche, die sind hier so verpixelt. Ich habe natürlich noch mal ein Skin-Overlay drüber, aber es sieht echt nicht schön aus. Also, es ist alles verpixelt, die Töne, die neu dazu kamen. Und das finde ich absolut schrecklich. Und es tut mir einfach leid für die Leute, die sich selbst erstellen möchten, aber halt einfach nicht die Chance haben, sich selbst zu repräsentieren. Es ist natürlich ein sehr, sehr schweres Thema auch und ich kann auch verstehen, dass vieles halt durch Medien geprägt ist und so und deswegen oft ein sehr schlanker Körpertyp mehr im Fokus steht, häufig. Allerdings finde ich es dann trotzdem nicht okay, in keiner Welt zu sagen, der Sim ist zu dick oder so. Dass man Sims beleidigt, sollte jedem egal sein, aber man muss bedenken, wenn ihr solche Sims kritisiert, müsst ihr immer bedenken, es könnten Leute lesen, die solche Körperformen haben und die sich angegriffen fühlen. Ich war auch nicht immer zufrieden mit meinem Körper und mich hätte sowas verletzt. Ich würde gerne mal wissen, was ihr darüber denkt. Meint ihr, das wäre das Maximum, mehr muss man nicht haben? Findet ihr es aber dahingegen okay, dass man so einen dünnen Sim erstellen kann? Und was haltet ihr von den Base-Sims, dass sie immer nur so aussehen? Weil wenn ich jetzt hier gehe, ich habe den ja auch gerade runtergeladen, hier, die sehen alle unfassbar schlank aus. Unfassbar schlank. Also ich sehe hier, egal wie lange ich scrolle, ich finde nichts, was irgendwie zumindest mal ein bisschen curvy reinbringt oder so. Ja, weiß ich nicht. Und wenn curvy, dann ist es oft, dass der Sim an sich so schlank ist und dann solche Mappies und so ein Pups. Und keine Ahnung, das ist halt auch nicht die Sache, was curvy wäre. Das ist einfach nur, oh mein Gott, die ist operiert. Weil das ist sehr unrealistisch, dass das passiert. Und wie gesagt, ich scrolle und scrolle und alle sind unfassbar schlank. Und die Männer sind alle durchtrainiert und weiß es nicht. Ich finde, das ist ein bisschen kritisch. Auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne wissen, was denkt ihr über das ganze Thema? Könnt ihr meinen Standpunkt verstehen? Und ja, ich möchte gerne alles lesen. Ich möchte gerne, dass das hier vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen, es wäre super nett, wenn ihr das teilen würdet. Müsst ihr nicht, aber ich würde mich sehr dolle freuen. Ich liebe es, über Themen zu sprechen, wo dann eine Diskussion entsteht. Denn das ist bei dem Nachhaltig-Leben-Video ja auch passiert. Und ich liebe es, zu diskutieren mit euch. Deswegen, do it. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächstes Mal kommt wieder was Lustigeres, denn Samstag kommt die Baby-Challenge. Das ist immer lustig, würde ich behaupten. Und nächste Woche, Mittwoch, habe ich auch eine sehr lustige Idee, was man machen könnte. Das hier ist natürlich ein bisschen ernster, aber ich hoffe, das war trotzdem okay für euch. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!